Ja, wie ihr mitgekriegt habt, war ich ja bei Phoenix, habe ein paar Produkte mitgenommen. Unter anderem habe ich für die Transparenz dieses Messer geschenkt bekommen. Ein Reek. Das ist ein kleines Messer für den Schlüsselbund. Beziehungsweise so für die Tasche, für den Alltag. Ziemlich interessant. Muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ein kleines Taschenmesser, so als Werbegeschenk oder als kleines Geschenk, wird ja sehr wahrscheinlich nichts Besonderes sein oder wird mich vielleicht nicht zufriedenstellen. Habe immer eine gewisse Vorstellung. Bin natürlich auch bei den Messern sehr, sehr eigen. Habe es mir dann trotzdem ausgepackt, um es mal anzuschauen. Hatte gedacht, okay, kannst ja notfalls dann noch an irgendeinen Newbie verschenken oder vielleicht ein Giveaway rausmachen. Ja, hab's aber dann doch sehr, sehr interessant gefunden und hat jetzt den Weg auf jeden Fall bei mir in die Tasche geschafft. Aber eine Sache gibt es zu bemängeln. Das kommt zum Schluss. Also wie gesagt, ich bin mit dem Messer super, super zufrieden. Das ist ein ganz, ganz kleines Taschenmesser. Die Griffschalen fühlen sich sehr trocken und rau an. Finde ich super. Also die haben echt einen richtig guten Grip. Ich glaube, da könnte man auch jetzt beim Kochen, wenn man... Also gut, was großes Schneiden ist damit nicht. Die Klinge ist ziemlich kurz. Die genauen Maße kann ich euch gerade nennen. Wir haben da eine Klingenlänge von circa 5 cm bzw. 4,5 cm. Das Messer gesamt 12. Der Klingenrücken hat natürlich auch ein gutes Maß. Wenn ich das jetzt richtig sehe, 2 mm. Und finde das Messer recht solide. Also macht einen super guten Eindruck. Oh. Scharf ist es auch, muss ich dazu sagen. Habe schon mal ein bisschen was geschnitzt. Auch mal eine Fleischwurst geschnitten und so. Also das sind halt jetzt nicht so allbesondere Sachen, aber es geht. Feathersticks kann man auch damit machen, auch schon ausprobiert. Was ich auch ziemlich cool finde, so für den Alltag, auch die, apropos das Rausnehmen der einzelnen Elemente, die sind sehr gut angesetzt, die Punkte, um das mit dem Fingernagel rausholen. Es ist auch eine Schere dabei. Die Feder basiert auf diesem Metall. Und der Mechanismus läuft einwandfrei. Finde ich echt super. Auch alles ziemlich sehr straff. Und ich muss dazu sagen, ich habe es halt nicht lange im Einsatz. Ich habe da leider keine Langzeiterfahrung. Kann halt jetzt erstmal nur das sagen, was ich jetzt weiß. Aber das ist das schon mal das, was ich euch vermitteln kann. Könnt das Produkt schon mal kennenlernen. Ja. Dann ein Schraubendreher für Schlitzschraubenzieher. Eine, ja, kann man schon fast sagen, Klinge, beidseitig eingeschliffen. Gut zum Seile, also schmale Seile, sowas wie Paracord zum Durchschneiden. Ich habe es jetzt zum Kabel abisolieren verwendet und auch Kabel durchtrennen. Da ging es um ein... Für die Klingel für ein Kabel, also ein dünneres, das ging super gut. Kann man sich nicht beschweren. Und halt hier hinten ein Flaschenöffner soll es ja wahrscheinlich sein. Der macht auch einen guten Eindruck, ist ziemlich stabil. Also, wenn ich da jetzt richtig kräftig drücke, das hält es aus. Jo. Soweit hat es dann natürlich nichts mehr zu bieten. Wie gesagt, ist ein kleines Messer, aber was soll ein Messer können? Soll schneiden können,
beziehungsweise Möglichkeit auch noch zum Scheren. Das finde ich halt super. Ja, aber was stört mich an diesem Messer? Es ist eigentlich eine Kleinigkeit, da kann man auch entgegenwirken. Mir ist aufgefallen beim Auspacken, es roch irgendwie so, nicht so toll. Ich werde das auch als Feedback an Phoenix weitergeben. Ich denke mal, das ist der Korrosionsschutz oder das Fett. Weil ich habe es jetzt noch nicht zerlegt. Es sind zwar hier Schrauben drinne. Könnte sein, dass es mit Kugellager ist, ich weiß es nicht, oder ob da jetzt Kupfer- oder Messingscheiben drin ist. Kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe es auch noch erfragt, aber wenn ihr da gerne mehr Infos haben wollt oder eine größere Review, dann kann ich die euch auf jeden Fall geben. Aber dieses Fett-Korrosionsschutz, das habe ich gerochen, war nicht so pralle. Man riecht es auch immer noch so ein bisschen, aber ist halt eine Kleinigkeit. Man kann es auch zerlegen, entfetten und neu schmieren. Und dann wird das ja wahrscheinlich auch weg sein. Oder irgendwann nach einem halben Jahr wird es, denke ich mal, auch nicht mehr riechen. Aber ansonsten, es gibt echt nichts zu bemängeln. Ich weiß noch nicht, wie es mit den Griffschalen aussieht. Ich weiß noch nicht, wie es generell mit der Schneidhaltigkeit aussieht. Der Stahl, ein 12C27, wenn ich das richtig sehe, ja. Da. Und da ist, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erkenne, aber das werde ich nochmal fragen. Der Schneidwinkel ist sogar, glaube ich, drauf. Zumindest sieht das so aus. Ich frage das mal an. Und wäre natürlich auch ein cooles Gimmick. Dann weiß man, mit welchem Winkel man anschleifen kann. Ich werde mich da mal informieren. Jo, das war's von meiner Seite. Wenn ihr Fragen zu dem Messer habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich hatte auch noch ein paar andere Messer von Reek gesehen, aber nur noch ein weiteres in der Hand gehalten. Es sind sehr einfach gehaltene Messer, funktional. Ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Gerne können wir dort auch mal ein großes Video machen. Ich denke mal, Phoenix lässt sich da breitschlagen, dass wir euch mal jedes einzelne Messer vorschlagen. Vielleicht macht das auch Phoenix selber als Werbevideo. Jo. Nur bei unseren Videos kriegt ihr noch die persönliche Meinung dazu. Und jo. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und schaut auch mal bei uns in der Gruppe vorbei auf Facebook. Trackout und würde mich auch über ein Abo, einen Daumen hoch freuen und lasst auch mal einen Kommentar da. Vielen Dank, bis bald.